Hi ho und willkommen hier zu einer kleinen Ankündigung, bevor die Folge beginnt von Monster Hunter World hier. Und zwar, damit ihr euch nämlich nicht wundert, packe ich jetzt vor jede Folge dieses kleine Info-Video-Gedöns. Mir ist leider die Monster Hunter-Aufnahme, die letzte Session, die ich zusammen mit Claire aufgenommen habe, abhanden gekommen, beziehungsweise die Aufnahme war fehlerhaft, weil mir ja selber ein Fehler bei OBS unterlaufen ist, beziehungsweise ich etwas gemacht habe, bei dem ich erst im Nachhinein gesehen habe, okay, das hat mir die Aufnahme zerschossen. Somit existiert leider keine Monster Hunter World Aufzeichnung auf meiner Sicht. Deswegen wird es jetzt die nächsten 5 Folgen. Also, ich betone das hier nochmal, weil dieses Video werde ich vor jedem Video packen. Deswegen denkt jetzt in jeder Folge, was? Wieder in den nächsten 5 Folgen? Hat er doch gestern schon gesagt. Nein, also Folge 35, die ihr jetzt hier seht, bis Folge 39, die jetzt natürlich hier auch die Folge sein kann, werde ich dieses eine Video hier, diese kurze Info mal davor klatschen, nur damit ihr vorgewarnt seid. Also von Folge 35 bis 39 gibt es keine Aufnahme meinerseits. Das heißt, ihr seht jetzt zwar die Monster Hunter Folge, jedoch aus Claires Perspektive, weil sie so nett war und mir ihre Aufnahme in dem Sinne zur Verfügung stellt, mir ihre Folge halt dafür gibt, damit ihr ja auch Folgen habt und so. Ist jetzt halt ein bisschen schade, ist ein bisschen doof, aber ihr hört trotzdem, auch wenn ihr es nicht seht, welche Sachen ich verbessern konnte, was ich in diesen 5 Folgen geschafft habe und so. Und naja, ne, dass ihr da nur informiert seid. Auch sollt ihr euch nicht wundern, wenn die Folge gleich beginnt von Claire. Ich habe ihre ganze Folge so, wie sie ist und so, wie Claire das auch gerendert hat, so beibehalten. Ne? Es wird so komplett drin gelassen. Das heißt, sie hat ein kleines Intro am Anfang. Deswegen wundert euch bitte nicht. Das ist komplett ihre Folge, ihre Perspektive. Und wir müssen das jetzt so leider so machen. Oder wieso leider? Ich muss es halt so machen. Ich hatte jetzt die Wahl. Entweder habt ihr gar keine Folgen, die 5, die nächsten. Oder halt eben die von Claire. Damit es irgendwo ein bisschen chronologisch noch nachvollziehbar ist. Ne? Wie weit sind wir gekommen? Wo habe ich die und die Materialien her? Denn wenn dann Folge 40 startet, bei dem es dann wieder meine Sicht gibt, ja, dann ist die Verwunderung nachher groß und das möchte ich nämlich nicht. Deswegen hier nochmal Abschlussinfo. Von Folge 35 bis Folge 39 ist Claires Perspektive. Also, viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Wenn ihr auch einen Unterschied in der Qualität sehen solltet, dann tut mir das auch leid, falls es dem einen oder anderen stören sollte. Mir ist es persönlich egal, muss ich ehrlich sagen, weil Qualität ist nicht alles, ne? Und ich bin Claire sehr, sehr dankbar dafür, dass sie die Folgen zur Verfügung stellt, weil ihr würdet sonst gar nichts sehen davon, ne? Deswegen, wer das eine will, muss das andere mögen, sage ich immer. Eigentlich sage ich das nie, aber egal, ihr wisst, was ich meine, ne? Gut, dann jetzt viel Spaß bei der Folge und wir sehen uns dann aus meiner Perspektive wieder in Folge 40. Tüdelü. Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter World für die PlayStation 4 zusammen mit Claire, die sich wieder richtig krass und mega doll freut, dich kennenzulernen. Beim letzten Mal haben wir gegen Ratian gekämpft, ein paar Teile abgestaubt und anschließend noch im Tal der Verwesung Knochen gesammelt, also ich zumindest. Jetzt gehen wir mal kurz zum Schmiederino.
Bringt mir aber in dem Sinne jetzt nicht viel, dahin zu gehen. Also mir zu, also Claire kann da zumindest rein, aber ich habe nicht wirklich viel gewonnen, denn für den Knochenbogen fehlen mir immer noch die Korallenknochen. Das heißt, ich habe ja im Grunde nichts wirklich, was ich bauen kann. Ich könnte die Radschleuder bauen, halt den Feuerbogen, da ist aber das Problem. Wir müssen erst den Prinzessinnenpfeil bauen. Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen warten. So. Unser nächstes Ziel wäre jetzt ein Legianer. Und das lasse ich dann von Claire mal öffnen. Wir wechseln mal so ab, würde ich sagen. Ich habe Ratian geöffnet. Und dann kann Claire jetzt Legianer aufmachen. Oder ich schaue mal nach, ob ich nicht eine Untersuchung habe. Von Legianer. Ob ich eine coole Untersuchungsmission habe. Ja, stimmt. Ich habe sogar eine. Das wäre ein Legianer für zwei Spieler. Mit Silber-Silber-Gold-Belohnung. Soll ich sonst das aufmachen? Liebe Claire. So, bei Diablos hätte ich dann später eins mit Silber, 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 aber da ist das Problem. Da hätten wir nur 15 Minuten bei dem Diablos dann. Bei Legiana haben wir natürlich 50 Minuten. Na gut, die Quest ist offen. So, ich will nochmal schnell mir Fleisch ins Gesicht decken. Jetzt ist nicht die Zeit rumzustehen. Ja, insofern. Wäre es das gewesen? Hab ich noch was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ich könnte halt wieder ein paar Dunkkapseln wieder neu kaufen und so. Aber nö. Erstmal nicht. Ich warte erstmal ein bisschen. Ja, aber wie ihr merkt, ne, wir haben jetzt eine große, weitläufige Vorbereitungszeit hier, ne, für Sora Magdaros. Uns ist bewusst, dass wir die ganzen Waffen, die wir jetzt bauen, nicht für Sora Magdaros brauchen. Weil man kann ja nur eine Waffe mitnehmen. Aber es geht ja darum, ne, für den einen oder anderen, der sich jetzt gewundert hat, warum bauen sie jetzt diese ganzen Waffen nur für diesen Sora Magdaros. Es ist ja eigentlich die ganze Vorbereitung für danach. Das heißt, wir machen das Ganze ja bloß, dass wenn wir den Sora Magdaros dann da vertreiben können, besiegen können, je nachdem, was hier passiert in der Story. Damit wir den Monstern, die wir danach begegnen, auch noch gewappnet sind. Damit wir da schon mal gute Standardwaffen haben und so, ne? Und nicht dann erst sammeln müssen. Also im Grunde wäre es in dem Sinne egal gewesen, was wir zuerst machen. Ob wir den Sora Magdaros zuerst besiegen oder ob wir ja, erst sammeln und dann den besiegen. Im Endeffekt hättet ihr so oder so diese Materialsammlung hier mitbekommen. Na gut, dann warten wir mal. Und da kommt es auch schon. Vielleicht sollten wir, oder, ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal. Ich werde mal Bomben kaufen, wenn wir das nächste Mal gegen Legianer kämpfen. Muss ich mal dran denken.
Island. So, ich hab mich wieder um die Flügelchen gleich kümmern. Schweif kann ich nicht auch kaputt kümmern, dann wäre wenigstens schon mal kaputt. Ich würde den kaputt brechen jetzt, ne? Nicht abschneiden, das geht nicht. Aber man kann den brechen. Nein, lass mich in Ruhe. Gott. Aua. Jetzt mal ganz kurz weg hier. Ja, ich muss echt mal gucken. Bei Ligiana ist das Problem, dass Vieh... Okay, jetzt ist das Problem weg. Das fliegt sehr oft, ne? Komme ich natürlich nicht so häufig dazu. Aber noch mal zu lähmen. Und drei Schüsse habe ich noch. Eins, plus. War klar, jetzt fliegt es weg. Tschüss. Na, mal sehen. Lähmschuss. Rück. Naja, egal. So ein Spiel ist kaputt. Die anderen Flügel noch kaputt zu machen. Gerade habe ich eine gute Position, um die Flügel halt ununterbrochen anzuschießen, aber ja, immer noch. Gerade geht's noch. Komm schon. Das heißt, gut. Nullkern habe ich noch nicht, ne? Nee, schade.
komm schon. Die perfekte Amokugel ist jetzt auch kaputt. Rum. Okay, ist erschöpft gerade. Und das gleich ausnutzen mit dem Schuss hier. Und wieder was gebrochen. Ja, wir verkrüppeln Legiana gerade so ein klein wenig. Und es flieht mal wieder. Herze. Einfach mal mitnehmen, ne? Man weiß ja nie. So habe ich es runtergeblendet mit dem Käfer da. War zwar so nicht ganz geplant, aber ich hatte das schon vor, ne? Ich habe schon auf den Käfer gezielt. Ah, okay. Oh Mann. Na, wenigstens ist es dann gleich. Fujikato. Ich kann ja wieder den Lift nach oben nehmen. Ich habe ja den Gleitermantel immer noch dabei. Deswegen passt das ganz gut.
Hui. Und warte derweil auf Claire. Theoretisch könnte ich eigentlich auch schon draufballern, dann kommt auch Claire bloß vorbeikommen. Das ist eine gute Idee. Claire hat gerade gefragt, wenn Legiana besiegt ist, ob wir nicht gleich dann ins Lager hier zurück wollen. Eine Expedition quasi damit öffnen und die Knochen sammeln. Das können wir tun, ja. Das ist gar keine schlechte Idee. Das machen wir dann direkt. Wenn Legiana dann besiegt ist, hier bleiben und den ganzen restlichen Kram sammeln. Guck mal, ich kann fliegen. Hui. Genau, jetzt machen wir mit aktueller Gruppe ins Lager. Zurück. Und dann können wir gleich noch Knochen hier sammeln. Wie zerfetzt das Legian auch im Gesicht und so aussieht. Das hat richtig gelitten. Na gut, schauen wir mal, was wir bekommen haben. Okay. Also ich habe richtig viele Schuppen bekommen und am Ende bei den Belohnungen eine Platte, eine Klaue und nochmal eine Klaue. Und Eisenerz von Palico. So, dann können wir uns gleich im Anschluss hier den Knochen widmen. Mal gucken, wo die waren. Ich glaube aber, die sind auch auf der Map abgebildet, wie beim Tal der Verwesung. Na gut, schauen wir mal nach. Ja, da sind ein paar. So, ich hoffe, Claire hat alles bekommen, was sie brauchte. Von Legiana, wenn nicht, dann müssen wir Legiana nochmal machen. Ach nee, sie hat alles. Perfekt. Und sie wünscht mir viel Spaß beim Knochensammeln. Dankeschön und geht einfach. Jetzt doch gleich dann, also, hast du schon. Jetzt auch theoretisch gleich dann, gehen können. Oder warst du dir nicht sicher, dass du alle Knochendinger hast? Weil theoretisch hättest du sagen können, ich gehe zurück ins Lager und ich hätte ja machen können, ich bleibe hier und mache eine Expedition. Achso, Claire meinte, nö, eigentlich nicht, aber sie wusste nicht, was sie sonst machen soll. Sehr gut. Okay, dann sind wir hier fleißig kurz am Knochen sammeln, mal schauen. Wir brauchen Korallenknochen, genau die. Und noch 2 Stück davon. Dann können wir uns nämlich daraus den Drachenbogen bauen. Und hätten dann auch dahingehend eine gute Waffe gegen alles, was Drachenempfindlichkeit hat. Rathalos Rathian zum Beispiel. Weil die können wir auch so schon gut besiegen mit dem Donnerbogen. Davon mal ab. Dann haben wir wenigstens die Primärschwäche.
Hui. So, hier unten soll das sein, oder? Ich folge mal der Spur, mal sehen, wo die mich hinführt. Na gut, habe ich mir gedacht, dass ich nach hier unten muss. So, Korallenknochen dann. Habt euch doch nicht so, ich will euch doch bloß einsammeln. Hier sind auch noch mal welche. Das ist halt gut, dass man mit den Spähkäfern hier in diesem Monster Hunter Teil die ganzen Ressourcen auch markieren kann. Und überhaupt, dass man die Ressourcen auf der Map sieht. Ich meine, in den Vorgängerteilen war es eigentlich auch nicht so schwer, weil die, die Standorte, die sogenannten Spots von den ganzen Knochenmaterialien, je nachdem, was man sammeln wollte, waren ja immer gleich. Ist ja hier auch so. Und man konnte sich das aber dadurch, dass das Gebiet mit den Ladezonen da verbunden war, die ganzen Gebiete, war das alles ein bisschen meines Erachtens nach übersichtlicher. Oder ich habe es einfach zu häufig gespielt damals, die Vorgängersachen, dass ich das einfach alles auswendig wusste. So, komm, einen Korallenknochen brauche ich noch, dann kann ich auch hier raus. Natürlich kriege ich die nicht. Sei mir einfach nicht gegönnt. Hier wäre noch ein Knochenhaufen. Hier so ein paar Legianerspuren noch mit einsammeln nebenbei. Das kann ich auch gleich noch machen. Am Ende der Folge hier. Nochmal zum Ökologen gehen. Und die Spuren in Punkte umwandeln lassen. Vielleicht haben wir einige Monster jetzt auch schon wieder auf Stufe 3 bringen können, wie Legianer jetzt zum Beispiel. Kann ja sein. Ach, hier sind die Knochen. So, bitte, komm schon. Ich brauche nur noch einen einzigen Korallenknochen. Ja. Dann kommen wir jetzt auch wieder zurück. Doch gleich zum Spiel entbringen lassen. Ja, das ist doch alles dann perfekt. Dann haben wir den Knochenbogen schon mal. Und natürlich bringe mein Palico noch 2 Korallenknochen mit. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Aber gut, okay. Unsere Vitalwespe ist übrigens auf Stufe 10 und wir haben jetzt Werkzeugmeister als Medaille bekommen, beherrsche ein Palico-Gadget vollständig. Tja, unser Palico sein Gadget ja auf Stufe 10 gebracht hat. Auf meinem privaten Spielstand habe ich alle Gadgets vom Palico auf Stufe 10 gebracht, aber das wird hier definitiv nicht der Fall sein, sonst müssten wir richtig viele eher Sachen noch nebenbei machen, um die Gadgets auch noch freizuschalten, aber das, wie er mehrmals erwähnt, ist nicht das Ziel dieses Let's Plays. So, da wir noch 4 Minuten haben ungefähr, werde ich nochmal schnell den Bogen bauen, zum Ökologen danach gehen, die Spuren eintauschen und so, und dann können wir auch
die Folge erstmal wieder beenden. Oh, du bist hier. So, schmieden. Ich möchte gern einen Bogen schmieden. Und zwar den Drachenknochenbogen 1. Jo. So, erstmal nicht ausrüsten, brauchen wir nicht. Okay, was ist mit dem Drachenknochenbogen? Um den zu verbessern. Um den zu verbessern, bräuchte ich Monsterknochen plus 3 Stück. Jetzt ist die Frage, wo kriegt man die denn her? Kriegt man die zufällig von Diablos? Wenn ja, dann ist Diablos mein Mann. So, Claire konnte ihren schon verbessern, ich halt leider nicht. Aber ich guck gleich mal nach, ich kann das jetzt gleich nachschauen, ob das Diablos war. So, der Drachenbogen kommt hier nach ganz unten, jetzt haben wir das folgendermaßen sortiert. Hier oben kommt dann Feuer hin, ne? Feuer, Donner, Wasser, Eis, Drache. Hier kommen einfach die hin, die ein Element haben, aber irgendwelche Besonderheiten. Okay, schnell nochmal zum Ökologen. Claire meint, ja, ich denke, bei Diablos kriegt man die. Ich glaube nämlich auch, weil 3 habe ich schon. Ich brauche bloß 6 insgesamt. Also das heißt, irgendwoher müssen wir die schon bekommen haben. So, Lehmbeschichtung nochmal schnell. Kraftbeschichtung auch nochmal kaufen. So, dann nochmal zum Ökologen hinstolziert. So, Ratian und Tiziaku haben wir jetzt neue Erkenntnisse gesammelt. So, Diablos. Ja, aber Diablos sieht man nur die Physiologie, stimmt. Da sehen wir noch gar nicht den Loot. Den sieht man erst auf Stufe 2. Aber von Rathalos kriegt man auch Monsterknochen plus. Cool. Dann sieht man das da auch wenigstens. Ach, Legiane haben wir schon auf Stufe 3, deswegen sehe ich das nicht mehr. Also deswegen wurde es auch nicht geupdatet. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Monster Hunter World für dieses Mal. Clash Loop auch Legiane gibt die auch und Rathalos auch. Ja, cool. Okay, beim nächsten Mal machen wir dann hier mit Diablos weiter. Da wird Diablos noch ein bisschen hier von uns in die Mangel genommen. Und dann bleiben anschließend, wenn wir von Diablos alles bekommen haben, nur noch Rathalos und Ratian. Und vielleicht machen wir die beide ja zusammen. In einer Quest. Aber gut, das sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.